Stimmt, mein Junge. Ich nehme meinen Tee ja lieber ohne Ameisen zu mir, aber ihren Fleiß finde ich bewundernswert. Vielleicht ist der Zucker im Molentary Express ja auch besonders edel. Ja, mag sein. Das würde erklären, warum unsere Ameisen solche Strapazen auf sich nehmen. Rätsel 17 ist im Rätselindex. Und wir können uns nochmal angucken, wo die Tierchen woher gekommen sind. Keiner weiß es so genau. Armlehnen, da haben wir noch eine Hinweismünze. So muss es halt sein. Vielleicht hier noch in den Kopfpolstern. Hier dahinter? Nein. Im Kleiderbügel ist tatsächlich noch eine kleine Hinweismünze. Und der Koffer war soweit auch abgehakt. Okay. Dann können wir mal schnell hier reingucken, denn wir haben bestimmt neue Notizen, genau. Express der Träume. In Ermangelung jeglicher anderer Spuren und Anhaltspunkte haben Luke und ich beschlossen, die in Dr. Schraders Wohnung gefundene Fahrkarte für einen Ausflug mit dem Molentary Express zu nutzen. Ich vermute, dass auch der arme Doktor bereits eine Fahrt in jenem Zug unternommen hat. Leider weiß ich jedoch nicht, wohin ihn diese Reise führte. Mir fällt übrigens jetzt erst auf, dass das viel größer geschrieben ist als noch im ersten Teil. Finde ich, ist für die Augen angenehmer. So, wir speichern zwischendrin einfach nochmal. Überschreiben das mal. Fast eine Stunde schon wieder rum und, ja. Und ich glaube auch, es ist neu, dass wir hier die Gesamtanzahl der Hinweismünzen, die wir gefunden haben, stehen haben. Und die, die wir noch besitzen. War, glaube ich, im ersten Teil auch nicht so, oder? Aber das führt jetzt zu weit, ich weiß es nicht mehr. Luke, vergiss nicht, dass die Suche nach der Schatulle der Pandora oberste Priorität für uns hat. Wir dürfen uns nicht zu sehr von unserem Ziel ablenken lassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen, Professor. Fangen wir gleich mit der Suche an, hier im Zug. Luke und Professor Layton wollen den Molentary Express genau unter die Lupe nehmen. Hallo, erstmal schnell Hinweismünzen. Ups. Selbst hier im Gang ist die Beleuchtung von höchster Qualität. Und auch die Hinweismünzen sind ideal. So, hier können wir... Hier wurde wirklich an gar nichts gespart. Oh nein, ich wollte noch nicht weitergehen. Oh ja, diese Unterbringung ist ganz nach meinem Geschmack. Hoffentlich gefällt sie meinem kleinen Liebling. Oh, mein süßer Schatz hat bestimmt schon Hunger. Ich begebe mich in den Restaurantwagen. Okay. Das war genau die Art Leute, die ich im Molentary Express erwartet hatte. Was für eine vornehme Person. In der Tat. Aber das ist nun einmal der besondere Kundenkreis dieser Zuggesellschaft. Wir müssen auf unsere Manieren und unseren Umgangston achten und uns ein wenig anpassen, verstehst du? Weil wir noch nicht gentlemanlike genug sind. Natürlich, Professor. So, jetzt möchte ich kurz nochmal zurückgehen und mit der Lady reden, die hier im Gang rumstand. Es ist nämlich Lily. Hey, wisst ihr was? Ich habe gehört, dass die Abteile weiter vorne im Zug total prächtig und luxuriös... Ups, Verzeihung. Möhrensaft. Jeder Türknauf ist da aus Gold, mit Diamanten drauf und Perlen. Aber da dürfen nur ganz reiche Leute rein. Also, seid ihr zwei so richtig, richtig reich? Dann müsst ihr euch die Kabinen unbedingt anschauen. Richtige Luxusabteile, wie? Und nur sehr vermögende Fahrgäste haben Zutritt. Wenn die junge Dame recht hat, dann beginnen dort vorne die Abteile der Luxusklasse. Ui, die würde ich gerne mal sehen. Die sind bestimmt unheimlich toll. Kann sein. Und wenn wir sie nochmal anreden, hat sie plötzlich ein Rätsel für uns. Ich fahre zu Oma und wo fahrt ihr hin? Eigentlich suchen wir eher nach etwas. Nach meine kleine... Okay, wir wissen nur leider nicht wo. Darum schauen wir uns in diesem schönen Zug um, bis wir einen Anhaltspunkt finden. Oh, das klingt aber anstrengend. Hey, wollt ihr mal ein Rätsel hören? Dann geht's euch bestimmt gleich besser. Minus bestimmt. Rätsel 24, Faltetrick für 10, Pickerat. Du wolltest einen Papierstreifen in der Mitte falten, doch leider ragt eines der Enden einen Zentimeter weit über das andere hinaus. Du versuchst es erneut, aber leider ragt diesmal das andere Ende einen Zentimeter hinaus. Nun hast du den Streifen also zweimal gefaltet. Aber wie weit sind die beiden Knicke eigentlich voneinander entfernt? Gib deine Antwort in Millimetern ein. Antwort eingeben. Berühre Antwort eingeben, um zum Antwortbildschirm zu gelangen. Gib dort die entsprechenden Ziffern ein und berühre anschließend Antwort. Berühre N, um Ziffern zu löschen. Wahrscheinlich ein kleiner Radiergummi. So. Ja,
Das werden wohl, wenn es jeweils einen Zentimeter hinausragt, werden es wohl 2 Zentimeter insgesamt sein. Nicht wahr? Weil 1 plus 1 sind 2. Also 20 Millimeter. So. So. Aha. Diesmal jedes Feld einzeln. Bitteschön. 2. Okay, das ist falsch. Wir mal sehen. Man muss auch verlieren können. Habe ich jetzt wirklich bei einem 10-Picker-Radrätsel eine falsche Antwort eingegeben? Wie schade. Überlege dir zunächst, an welcher Stelle des Papierstreifens sich der erste Knick befinden muss. Aber was ist denn jetzt los? Immerhin nur 1 Picker-Rad. Ich hätte gedacht 2. Was ist denn, also ich, hallo? Ich habe den Streifen 2-mal gefaltet. Also beim ersten Mal haben wir hier einen Zentimeter. Das sind doch 10 Millimeter, oder? So. Ach so. Ja, es müsste 1 Zentimeter bloß sein, richtig? Wenn es jeweils 1 Zentimeter rüber guckt, ist natürlich auch dieser Streifen nur 1 Zentimeter breit, oder? Ich sag mal, viel mehr Möglichkeiten gibt's ja nicht. Okay, es bleibt auch eine 10. Ich hätte gedacht, dass er durch den Strich jetzt noch was anderes gemacht hätte. Dann wollen wir mal sehen. Gut. Scheiße. Quod erat demonstrandum. Was ist denn das für eine Zahl? Die Entfernung zwischen beiden Knicken beträgt 1 Zentimeter. Das Schwerfeld. Streichholzschachtel. Ja, okay. Leuchtet ein. Und dafür 10 Picarat. Na toll. Stimmt. Mann, ihr zwei seid ja richtig, richtig schlau. Viel Glück bei eurer Suche und so. Und das Rätsel steht jetzt im Rätselindex und hast du noch was Neues? So eine Zugfahrt kann ganz schön langweilig sein. Sind wir schon da? Nö. Dann gehe ich erstmal in Wagen. Oh. Was dieses Abteil wohl für Luxus zu bieten hat? Sammy. Stehen bleiben, ihr Herzchen. Zutritt nur für Schwerreiche und Konsorten, tut mir leid. Von mir aus könntet ihr euch ja gern mal umschauen und so, aber der Wagen ist komplett reserviert. Der ganze Wagen? Das muss ja ein Milliardär sein, der da mitfährt. Sehr gut möglich. Wer würde nur einen ganzen Wagen in einem solchen Luxuszug für sich selbst buchen? Nun, Professor, das klingt ja fast nach einem Rätsel ihres Kalibers, nicht wahr? Der Professor fand es scheinbar nicht so lustig. Ich gehe jetzt mal nicht nochmal zurück, denn ich habe Angst, dass wir die Sequenz nochmal sehen. Ich gehe lieber in Wagen 4 und gucke mich hier nach Hinweismünzen um und die finden wir direkt... Hier hinten vielleicht noch? Nein. Im Boden? In Boden drin? Wer würde denn hier eine Hinweismünze vermuten? Das ist einfach nur, weil ich jetzt die ganze Zeit rumklicke. Naja, gut. Okay, hier bitte einmal da rein. In ein wildfremdes Abteilchen. Dieses Gemälde ist dem Ambiente des Zimmers sehr zuträglich. Sagte der Professor und er hatte natürlich völlig recht. So, hier auch weiterhin nach Spitzenvorhänge. Ja, Landschaft saust vorbei. Ja. Was steht denn hier so verdächtig auf dem Tisch? Ein Ausrufezeichen. Sieh dir nur diesen edlen Glaskrug an, du edlen Glaskrug. Ein kleiner Zungenbrecher fast. Ich bin mir sicher, dass er handgefertigt ist. Wer hätte gedacht, dass ein einfaches Trinkgefäß so extravagant sein kann? Mit einem kühlen Getränk in der Hand den Sonnenuntergang aus dem Zugfenster zu beobachten. Herrlich, herrlich. Was könnte entspannender sein, wirklich?
Aber nicht alles, was in Glaskrügen daherkommt, muss bekömmlich sein. Dazu kenne ich ein gutes Rätsel. Oh, erzählen Sie mal, Professor! Jetzt geht's los mit Rätsel 23. Wohlbekomm's. 15 Pikarat. Zwei Männer, 1 und 2, spielen ein Spiel. Zuerst stellt jeder seinen leeren Glaskrug auf den Tisch. Dann stellt ein Spielleiter einen dritten Krug mit Essig entweder auf Platz A oder Platz B. Der Spielleiter gießt nun den Essig in den Glaskrug direkt daneben. Dann nochmal und nochmal. Nach 55 Mal umgießen muss der unglückliche Verlierer, vor dem der Essig nun steht, diesen austrinken. Angenommen, du wärst der Spielleiter und wolltest, dass 1 gewinnt, müsstest du den sauren Trunk dann auf A oder B stellen. Das ist schon wieder so eine Aufgabenstellung, mit der ich nicht klarkomme. Der Spielleiter gießt nun den Essig in den Glaskrug direkt daneben. Also wenn wir ihn auf A stellen, dann ist das erst Umgießen in Krug 1. Richtig? So. Dann nochmal. Ja, also was jetzt? Ich verstehe die Aufgabenstellung nicht. Es tut mir leid. Das heißt, nach dem ersten Mal umgießen ist der Essig offensichtlich in Krug 1. Was heißt jetzt also umgießen in den daneben? Gießt er das dann in die 2? Von der 1 in die 2? Und danach von der 2 wieder in die 1? Und von der 1 dann wieder in den richtigen? Oder wie ist denn das gemeint? Also mal angenommen, das ist so, wie ich es gerade versucht habe zu erklären. Dann wäre das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nach 55 Mal umgießen wäre der Essig in der 1, wenn er so umgefüllt wird, wie ich es hier gerade beschreibe. Wenn wir auf A gegangen sind. Wenn wir jetzt auf B gehen, dann landet es nach 55 Mal ganz genau hier drin. Ich nehme jetzt B und wenn das nicht stimmt, war die Aufgabenstellung Shit. Hm, ob das stimmt? Glück gehabt. Haha, Kinderspiel! Wie immer. So. Und es ist tatsächlich so, wie ich dachte, dass es ist. Auch wenn das, weiß nicht, 55 Mal umgeschüttet, da ist doch dann ein totaler Rest im Krug 1. Und was da als nächstes reingefüllt wird, schmeckt dann auch noch Essig. Also ich meine, ja. Naja, gut. Okay. Exzellent. Aber nun lass uns schnell weiter. Wir sollten nicht den ganzen Tag vertrödeln und irgendwelche Rätsel lösen. Das wäre ja, furchtbar. Furchtbar. Wir können ihn nochmal anklicken, aber da gibt es nicht nur ein erfrischendes Getränk, wäre jetzt schön. Aber ich bevorzuge doch eher eine Tasse Tee. Ah, die Briten wieder. So, dann gibt es hier offensichtlich nichts weiter. Und wir sind im Speisewagen und hier ist ja richtig was los. Mein lieber Schwan. Von diesem hübschen Grün bekommt man richtig Appetit. Gute Kost erscheint in einem solchen Licht gleich noch appetitlicher. So, ich kann euch alle nicht anklicken. Ups. Diese Tischdecke sieht ja aus wie neu. Nur nicht kleckern. Und im Teppich einfach mittendrin. Eine Münze. Professor, wollen wir nicht etwas essen? Mein Magen grummelt wie verrückt. Aber ich habe doch nur hier hinten drauf gedrückt. Ach so, dadurch, dass da gehen wir nicht weiter. Verstehe. Oh. Du bist einfach in die Küche gegangen, oder was? Schauen Sie nur, was es hier alles zu essen gibt. Ja, im Molentary Express ist sogar die Küche allererste Sahne. Das möchte ja wohl sein. Makroni. Oh, hey, Fahrgäste in der Küche? Bitte entschuldigen Sie, aber das darf ich nicht dulden. Wenn man Sie hier mit den schmutzigen Straßenkleidern erwischt, kann ich meine Mütze an den Nagel hängen. Wir sind ganz und gar nicht schmutzig und unsere Kleider auch nicht.
Hör mal, Kleiner, nichts für ungut, aber das hier ist nun mal eine Küche, verstehst du? Was würdest du denn sagen, wenn du mir am Ende doch irgendwelche Keime hier reingeschleppt hättest, hm? Sie haben recht. Verzeihen Sie die Störung. Ich hoffe, wir haben Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereitet. Oh, na dann. Ja, tut mir auch leid. Hey, Moment mal. Was ist denn das da? Sehen Sie mal, Professor, unser Paradekoch hält sich wohl ein Haustier in der Küche. Und dann will er uns etwas über Hygiene erzählen. Heiliges Backblech, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Glauben Sie mir, ich würde ja nie ein Tier in die Küche lassen. Aber der Kleine ist mein einziger Freund. Auch wenn er klein und haarig ist, er ist der einzige Nager, dem ich mich hier anvertrauen kann. Der Gute ist ja äußerst stattlich, meinen Sie nicht? Das ist doch ein Hamster, oder? Natürlich ist das ein Hamster und ein echter Prachtkerl dazu, wie ich finde. Als ich mit der Arbeit anfing, war ich so schrecklich einsam, also habe ich ihn mir gekauft. Aber da er immer die Tischreste zu fressen bekommt, ist seine Ernährung etwas gehaltvoll. Er ist wirklich dick geworden und wenn er nicht ein bisschen abnimmt, dann wird er mir noch krank. Das arme Tierchen. Könnte ich dich um etwas bitten, mein Junge? Würdest du meinem Hamster etwas ausführen? Ich bringe es nicht übers Herz, ihn auf Diät zu setzen, verstehst du? Aber bei all der Gänseleber, den Eclairs und den anderen Leckereien platzt er bald aus allen Nähten. Sie wollen also, ich meine natürlich, Sie wollen also, dass wir den kleinen Vielfraß wieder in Form bringen? Juhu, abgemacht! Ich meine, was sagen Sie dazu, Professor? Können wir ihn ein wenig ausführen? Nun, ein wahrer Gentleman versagt niemandem seine Hilfe, selbst wenn es ein Nager ist. Wir nehmen Ihren Hamster gerne in unsere Obhut, wenn Sie das wünschen. Oh, ich danke Ihnen. Sie tun mir damit einen riesigen Gefallen. Der Hamster ist in den Koffer des Professors eingezogen. Natürlich, wohin auch sonst. Du kannst mit dem Hamster spielen, indem du das Hamster-Symbol im Koffer des Professors berührst. Das machen wir gleich. Ach, eine Sache noch, mein Junge. Da wir uns ja eine Weile nicht sehen werden, würdest du ihm diesen Apfel geben? Die isst er so gern. Apfel erhalten, damit kannst du deinen Hamster in Form bringen. Oh, der Kleine wird mir fehlen. Bitte gib gut auf ihn Acht. Nur keine Sorge, er ist in besten Händen. Wie soll dein Hamster heißen? Was sind denn so typische Hamsternamen? Goldi? Ich weiß, wie wir ihn nennen. Ganz, ganz böse einfach. Okay. Wir nennen ihn einfach Pummel. So. Luke hat den dicken Hamster Pummel genannt. Also, Luke war's, ne? Ich nicht. Na, du kleiner Prachtkerl. Wollen wir uns ein wenig die Beine vertreten? Ich weiß nicht mal, wie Hamster machen. Machen die so ähnlich wie Meerschweinchen? Also ich meine jetzt Geräusche, nicht hinten raus. Du kannst wirklich mit Tieren umgehen, Luke. Schon hast du einen neuen Freund. Was Claudia wohl dazu sagen würde. Stimmt, Professor. So, ganz kurz. Erstmal hier bitte. Hamster. Hilf deinem vollschlanken Hamster mit allerlei kuriosen Objekten endlich wieder in Form zu kommen. Deine gesammelten Hilfsmittel zur Hamsterertüchtigung findest du am oberen Rand des Touchscreens. Berühre ein beliebiges Objekt und führe es abwärts, um es in der Hamsterkiste zu platzieren. Der Hamster reagiert auf alles, was 3 Felder oder weniger von ihm entfernt liegt. Bei 4 Feldern oder mehr wird er gar nicht reagieren, also achte gut darauf, was du wo platzierst. Berühre ein Objekt, um seine besonderen Eigenheiten zu erfahren. Nutze diese Eigenheiten aus, um dem Hamster so viel Auslauf wie möglich zu verschaffen. Sobald die Objekte verteilt sind, tippe auf Bewegung, um den Hamster loslaufen zu lassen. Jedes Mal, nachdem der Hamster auf ein Objekt reagiert hat, verschwindet es aus der Kiste. Der Hamsterdrill ist zu Ende, wenn alle Objekte fort sind oder wenn der Hamster nichts mehr findet. Immer wenn der Hamster die jeweils angezeigte Zahl Schritte erreicht, wird er ein bisschen fitter. Wenn du deinem Hamster wieder zu seiner Idealfigur verhilfst, passiert etwas Wunderbares. Baue eine Trainingsstrecke. Level 5 Sumo. Ordne Objekte auf dem Feld so an, dass der Hamster möglichst weit läuft und ordentlich ins Schwitzen kommt. Tippe auf ein Objekt, um dessen Eigenschaften zu sehen. Ordne Gegenstände so an, dass der Hamster so weit wie möglich läuft. Apfel.
Äpfel ist unser Hamster am liebsten. Nähert er sich auf bis auf 3 Schritte einem Apfel, rennt er gleich darauf zu und ignoriert alle anderen Objekte um sich herum. Also zum Beispiel hier oder da. Hier allerdings nicht mehr. Tja, das Ziel sind aber 8 Schritte und wenn wir hier nur 3 schaffen mit einem Apfel, dann kommen wir hier gerade noch nicht weiter. So. Speichern. Hier bitte. Jawohl. Und weiter geht's.